So, damit hallo und herzlich willkommen zurück bei Minecraft Data Packs. Ich habe in der Zwischenzeit mal... Habt ihr den da hochgeprügelt? Ich habe in der Zwischenzeit mal geschaut, was momentan so die einfachste Schwarzpulverfarm wäre, die wir jetzt spontan schnell bauen können. Alter, hier war ja die Hölle los. Uiuiui. Ist tatsächlich ein Design, was ich selber noch nie genutzt habe, aber schon ein paar Mal gesehen. Und ich würde es einfach mal ausprobieren. Ich meine, was soll schief gehen? Ich habe nebenbei auf dem anderen Bildschirm, habe ich es auch nochmal offen, angebliche über 1500 Gunpowder pro Stunde. Das glaube ich, ehrlich gesagt, weniger. Aber alles, was wir kriegen, ist gut. Wir brauchen sehr, sehr viel Stein, wir brauchen sehr, sehr viel Holz. Und da wir hiervon einfach viel haben, würde ich das der Einfachheit halber aus Bruchtiefenschiefer bauen. So. Wir werden diese ganzen Farmen hier irgendwann später einfach abbauen. Ne? Pass auf, ich mache erstmal die erste Reihe. 2, 3, 4, 5. Dann hier die zwei Reihen. So. Dann wieder 1, 2, 3, 4, 5. So, die lange Seite habe ich keinen Bock zu zählen. Ich weiß, dass hier drei dazwischen sind. 1, 2, 3, 4, 5. Und das müssen wir dann eigentlich nur verbinden. Sollten genau an der anderen Ecke rauskommen. Das schaut doch gut aus. 2, 3, 4, 5. So. Das Gras hier drin machen wir einfach mal schnell weg. Hier bräuchten wir ein Loch. Ich sollte wenigstens meine Schaufel holen, kann das sein? Wäre, glaube ich, nicht dumm. Und was ich auch brauche... Hier. Ich denke, das ist genug Wolle für genug Teppiche für etliche Etagen. Ich würde erstmal, denke ich, 4 machen. Ich glaube, das ist ausreichend erstmal. Okay, irgendwo habe ich einen Fehler. Okay, ich weiß den Fehler. Wir gehen in diese Richtung. Ich brauche eine Spitzhacke. Das ist ein Doppelstein. Wie fit ist denn aktuell diese Spitzhacke? Noch fast voll, passt. Und dann braucht man nämlich pro Etage 2 Katzen. Bei der Creeper Farm, die ich sonst immer gebaut habe, war das nur eine. Aber die war halt auch mega, mega umständlich. Also die war unfassbar groß. So, das hier muss alles noch mal kurz weg. Zum Glück haben wir erstmal bloß eine Reihe gemacht und das ist relativ zügig aufgefallen. So. Ich höre irgendwo ein Skelett. Das Problem ist halt, wir haben definitiv hier drunter Höhlen, die Spawnrate schon ja mehr oder minder beeinflussen werden. Ich hoffe nicht allzu sehr. Das gilt es jetzt erstmal rauszufinden. Und ja, ein bisschen Däumchen drücken, ne? Dass das einfach alles so funktioniert. Aber wir brauchen deutlich weniger Teppich für die hier und ich glaube, wir brauchen auch deutlich weniger Trapdoors. Müsste ich mal durchrechnen. Ich hoffe einfach, dass sie effektiv ist. Das wäre wirklich sehr schön. Nebenbei sollten wir weiterhin die Katzen füttern. Eine Babykatze kriege ich noch hin. Danach brauchen wir erst wieder Fisch. Und wir brauchen auch gleich wieder Holz. Euch geht's gut? Sehr schön. Macht die Katzenliebe? Seid ihr nah genug zusammen?
So, dann setzen wir euch wieder hin. Eigentlich euch beide könnte ich direkt rausholen, ne? Kann ich das Boot einfach so in dich reinschieben, dass du da drin sitzt? Oder kann ich dich da einfach reinschieben? Ja. Weil dann können wir einfach die erste Etage schon komplett fertig machen. Ich fühle mich so schlecht mit den Katzen irgendwie. Ist halt keine artgerechte Haltung. Man sollte Katzen, generell Lebewesen, nicht so schnell von ihren Eltern trennen. Die sind noch nicht mal ausgewachsen. Die Armen. So, dann komm mal mit. Warte mal, ihr folgt mir doch sowieso. Und habe ich nicht vielleicht sogar zufälligerweise eine Leine? Kommt mal mit. Vielleicht können wir uns ein bisschen Arbeit sparen. Ich brauche trotzdem immer noch eine Schaufel. Ich mache gleich einfach schnell eine Eisenschaufel. So, kommt mal hier rein. Na, kommt. So, du bleibst also auf dieser Seite. Sie sollte zentral sitzen, habe ich zumindest gelesen. Und der andere, mal bitte hierher. Gut, dann schiebe ich dich eben. Habe ich auch kein Problem mit. So. Komm rein mit dir. Ab auf den Teppich. Da wird nicht raufgekotzt, ja? Das wäre mir schon ein relativ großes Anliegen. Dann brauche ich Holz. Davon auch gar nicht so wenig. Und was ich auch noch bräuchte, wären im Idealfall Soul Campfire, weil die einfach doppelt so schnell sind. Ansonsten würde es ein normales Lagerfeuer auch tun. Wir brauchen auch noch zwei Trichter und ein paar Truhen. Seelensand. Ich denke, wir werden Kohle brauchen. Einmal kurz gucken. Davon brauchen wir zwei Stück. Davon bräuchten wir sechs. Habe ich Eisen mitgenommen? Nee, habe ich nicht. Das können wir aufräumen. Dann holen wir hier. Machen uns zwei Trichter. Und ich bräuchte, habe ich irgendwo einen Eimer? Ich bräuchte insgesamt vier Wassereimer. Sonst mache ich mir einfach welche. Eine Schaufel wollten wir noch haben. So. Und dann, weißt du was, ich mache einfach vier Eimer. Wir haben so viel Eisen inzwischen. Warum rumgeizen? Dann mache ich die auch gleich voll. Dann hätte ich gerne noch ein bisschen Glas. Ich weiß nicht, ob ich da gerade aktuell was auf Vorrat habe. Okay, das ist ein ganz komisches Lied. Haben wir Glas auf Vorrat? Hatte ich nicht den gesamten Sandstack eingeschmolzen? Mir war so. Mir... Hier. Und ansonsten, das hier sollte ja an Holz ausreichen. Dann würde ich mir ganz gerne erstmal die Killing Chamber bauen. Die ziehen wir in die Richtung. Warte, ich nehme mal Scaffoldings mit. Oh, noch eine Katze. Süß. Die hatte ich, glaube ich, irgendwo hier einfach nur reingeschmissen, oder? Einfach reingeschmissen, klar. So. Das sollte, glaube ich, so tief sein. Im Endeffekt, wie tief wir das machen, ist, glaube ich, aber auch komplett uns überlassen. Ja, scheiße.
wir sollten das... Oh, ich hab schon wieder Schluck auf. Reicht es, wenn wir das einfach spawnproof machen? Also sprich ausleuchten. Ich hoffe. Ansonsten müsste ich nämlich alternativ hier alles zuschlichten. Und da habe ich ja wenig bis gar keine Lust drauf. So, und dann wollten wir in, ich glaube, diese Richtung. Ich hoffe, das ist tief genug. Wobei, wie viel Platz nach oben beim Creeper brauchen? Weißt du, wie ich meine? Die sind zwei Blöcke hoch mit dem Wasser, ein dritter als Puffer, wird schon hinhauen. Wir müssen die bis hier rüber treiben. Und das, soweit das Wasser geht. Och, jetzt ist hier direkt die nächste Höhle. Ich könnte kotzen. Da machen wir auch noch schnell etwas spawnproof. Dann machen wir hier zu. So, das müsste eigentlich reichen. Dann brauchen wir hier wieder 8. Eins haben wir. Das hier sind 6. Rein theoretisch hiermit gewesen sein. Kann ich eigentlich Licht machen? Dürfte nicht stören, oder? Hier unten soll ja eh nichts spawnen. Wassereimer. Wassereimer. Dann sollen die hier runterfallen. Und nicht mehr wegkommen. Die hier fallen lassen, spielt an sich auch wieder keine Rolle. Ich würde mal hier diese Höhe annehmen. Dann fangen wir an mit den Truhen. Ich nehme auch die Fackel mal in die Offhand, dass wir wenigstens was sehen. Müsste dicke reichen. So, da würde ich gerne auf dieselbe Höhe kommen. Und jetzt können wir uns hier einfach gemütlich ein Räumchen ausheben. So. Und das Geile an der Farm ist halt, sollte sie halbwegs gut funktionieren, wir können die halt jederzeit einfach erweitern. Wenn ich zufrieden mit der Farm bin, vielleicht bleibt sie da einfach stehen, dann können wir hier auch optisch noch ein bisschen ausbauen. Momentan soll sie einfach nur funktionieren. Der Rest ist mir gerade relativ egal, wenn ich ehrlich bin. So. Und ich mache das, weißt du was, ich mache das jetzt auch wirklich exakt so wie der im Tutorial. Die sah nämlich actually nicht schlecht aus. So, die waren entrindet, einfach für Ästhetik. Wobei man hier nicht wirklich Ästhetik von mir erwarten sollte. Wer mich kennt, der weiß das. Und dann machen wir hier noch ein kleines bisschen größer. Damit wir einfach Platz haben für eine Werkbank und, keine Ahnung, vielleicht auch noch andere Sachen. 1, 2, 3. Ich glaube, das ist dann eine relativ gute Größe für den Raum. Und dann müssen wir eigentlich nur die Wände hochziehen, die Decke fertig machen. Dann wäre die erste Spawn-Etage für die Creeper schon fertig.
Das heißt, sie würde dann laufen, nicht unbedingt effektiv, aber rein theoretisch zumindest rund um die Uhr. Ist ja dunkel. So. Da sind wir nochmal zwei Reihen. Ach, guck an, können wir direkt ein bisschen Kohle mitnehmen. Für, keine Ahnung, Dinge. Man müsste bloß noch gucken, ob man die irgendwie rein theoretisch noch umbauen kann. Dass sie nicht nur vollautomatisch läuft, sondern man rein theoretisch auch so ein bisschen XP abgreifen kann. Wobei ich glaube, für XP ist sie gar nicht wirklich effektiv. Das machen wir dann wirklich mit der Blaze Farm. So, und hier bin ich fast froh, dass wir das nicht mit Effizienz 5 und einer Diaschaufel machen, weil da hätten wir so viele Löcher in der Decke. So. Soll mir persönlich erstmal reichen. Die Beleuchtung machen wir später natürlich nochmal ein bisschen anders, ein bisschen hübscher. Hier setzen wir erstmal eine Werkbank rein. Weißt du was? Ich mache einfach zwei. Nur damit es hier symmetrisch ist. Dann bräuchte ich hier Treppen. Dann ist das ein bisschen hübscher. Hier kommen wir unten an den Loot. Und in der Mitte machen wir den Aufgang erstmal komplett mit Scaffold. Können wir später noch mit Leitern oder irgendwas anderes machen. Aber zu dem Anfang ist es, glaube ich, ganz okay. Eigentlich auch cool, dass wir genau hier rauskommen. So, einmal kurz pennen. Dann machen wir weiter. Ich möchte, wie gesagt, eigentlich ganz gern zwei, drei, vier Etagen zumindest für den Anfang machen. Dann schaue ich mal. Die Boote brauchen wir jetzt erstmal nicht mehr. Das hier kann sowieso weg. Die brauchen wir nicht. Kohle brauche ich gerade nicht. Bruchstein brauche ich nicht. Das brauche ich nicht. Die Eimer brauche ich nicht mehr. Glas nicht. Noch mehr Fackeln. Cool. Das braucht man nicht. Die Erde bräuchten wir jetzt nicht. Das Fleisch brauche ich gerade nicht. Das Holz brauchen wir. Und den Stein brauchen wir. Und die Teppiche. Dann haben wir alles. Dann machen wir jetzt mal massenhaft Falltüren. Wir werden sie sowieso brauchen. Und dann schauen wir mal, wie weit wir mit diesen Falltüren kommen. Aber weißt du was? Scaffolding sollte ich vielleicht doch mitnehmen für die Etagen. Dass wir oben runterkommen. Wenigstens ein paar. Muss ja nicht viel sein, aber ein bisschen schadet da nicht. Und da sind schon die nächsten Falltüren. So. Miau. Hallo Mizis. Ich hoffe, bei euch ist alles fresh. Dann können wir hier im Endeffekt eigentlich schon so hoch. Miau. Habe ich schon mal erwähnt, dass ich Katzen wirklich liebe? Ich hätte sogar wieder eine Katze. Problem ist bloß, wenn eine Frau aus dir allergisch ist, holst du dir keine Katze. Und das ist für mich wirklich, also ich meine inzwischen, wir kennen uns jetzt auch lange, ne? Inzwischen hat man sich dran gewöhnt. Aber als jemand, der wirklich sein gesamtes Leben mit Katzen groß geworden ist, von klein auf, war das am Anfang wirklich schlimm. Ich meine jetzt, ja gut, ist halt 8 Jahre her, was willst du machen? So. Oder weißt du was, ich mache wirklich erst die Falltüren.
Die kommen nämlich alle hier so hin, so dass am Ende außer Creepern nichts spawnen kann. Ich hoffe, die reichen. Wenigstens erstmal für 2 Etagen, gerne für mehr. So. Dann. So. Die Reihe brauchen wir noch, ne? Da ist der erste Stack schon leer. So schnell kann es gehen. Also warte, nicht so hoch, das bringt mir nichts. Vor lauter Beschäftigung vergesse ich auch die ganze Zeit, meinen Kaffee zu trinken. Das ist jetzt bestimmt inzwischen kalt. Und ich habe es versucht. Kalter Kaffee macht nicht schön. Ich sehe immer noch aus wie vorher. Und das ist halt, naja, ich sag mal ein gesundes Mittelmaß. Dabei habe ich in meinem Leben wirklich sehr, sehr viel kalten Kaffee getrunken. Hat alles nichts genützt. So. Aber dann wäre rein theoretisch gleich die erste Schicht hier fertig. Wir müssten uns bloß darum kümmern, dass wir Katzennachschub bekommen. Ne? So, hier aufmachen. Dann baue ich mich hier einfach mal ganz kurz raus. Mach mal wieder zu. Dann hier nach oben. Hier alles dicht. Dann ist das im Endeffekt auch schon vorbereitet für die nächste Ebene. Das heißt, ich mache hier einfach Auffalltüren und lasse die noch zu, nur damit halt kein Licht unten reinkommt. Dann sollte die ab jetzt schon laufen, sobald wir nicht mehr zu nah sind. Also rein theoretisch sollten wir uns irgendwo einen AFK-Turm bzw. so eine AFK-Plattform hier drüber zimmern. Dann würden wir rein theoretisch ab jetzt schon Erträge erzielen. Rein theoretisch, müsste zumindest. Okay, ich brauche wieder Bruchtiefenschiefer. Der war schneller leer, als ich dachte. Zeig mal her, wie viel haben wir denn noch? Im Zweifelsfall haben wir, glaube ich, unten noch was. Ah, hier, guck mal. Das ist doch noch einiges. So, während ich laufe, trinke ich einfach. Vorsicht, man hört es gar nicht. Ja gut, vielleicht hat man es ein bisschen gehört. Könnte aber auch Absicht gewesen sein. So. Und dann können wir direkt weitermachen. So, jetzt hier bloß keine Fehler mehr machen. Aber ich denke, das kriege ich jetzt hin. Ist halt ein riesengroßer Bruchtiefenschieferklotz, den wir jetzt einfach hier in der Landschaft stehen haben. Früher oder später würde ich sowas ja eigentlich lieber in einem Industriegebiet bauen.
wo ich so eigentlich gar nicht bin. Nur wenn wir halt Materialien brauchen, dann würde ich halt zwischen den Folgen immer mal ein halbes Stündchen im Industriegebiet chillen, damit die Farmen laufen. Aber dann wären die gar nicht unbedingt so bei uns und würden uns die Aussicht verschandeln, weil, seien wir mal ehrlich, schön ist das Ding halt nicht. Aber sie soll ja auch nur funktionieren. So, Teppich. Einmal hier. Dann hier. Hier, dort und dort drüben. Und dann sind wir schon wieder bei den Falltüren, die übrigens gleich leer sind. Eingang müsste hier sein. Ja, knapp verpasst. Dann holen wir da noch ein paar. Ich hoffe, dass die Axt noch einmal für den Baum reicht. Ich glaube es nicht. Natürlich nicht. Dann heben wir die wieder auf und kombinieren die später. Wir haben ja ein bisschen Eisen. Wir können auch mal wieder in der Eisenfarm vorbeischauen. So aus Spaß. Wo sind denn meine ganzen Sticks? So, dich packe ich einfach hier mit rein. Ich hätte die Etage eigentlich gerne noch fertig, bevor es Nacht wird, aber ich habe eh keine Katzen gefarmt. So. Das heißt, ich muss nochmal schnell Fisch holen. Und das vielleicht auch, bevor es Nacht wird. Haben wir hier nicht auch Fische schwimmen? Ja. Schau an. Einmal. Wir bräuchten jetzt wieder 4 Fische. Damit wir 2 Katzen haben, die umziehen können. Könnt ihr mal bitte herkommen? Schwimmt doch nicht immer so wirr nach oben und nach unten. Zumal ich hier unten auch einfach nicht atmen kann. Das ist total unfair. Warum habe ich bloß 2 Fische? Ich habe 4 Stück getötet. Ich schwöre, also... Töten ist so ein hartes Wort. Ich habe 4 Stück von ihrem Elend erlöst. Da ist einer. Hier haben wir nochmal einen. Das heißt, jetzt haben wir 5. Na, reicht ja erstmal. Heißt aber nicht, dass ich nicht gleich mehr mitnehmen würde. Das Problem ist bloß, ich sehe jetzt nichts mehr. Wir haben erstmal Glück. Ne, sagen wir es so, Glück. Hat nichts damit zu tun, dass ich blind bin wie ein Maulwurf. Das nächste Problem ist natürlich, dass wir die nur alle 5 Minuten vermehren können. Aber wie ich sehe, ihr seid immerhin schon ausgewachsen. So, Babykatze, dankeschön. So, warte, die Babykatze muss ich auch erst hinsetzen. Och Mann, jetzt habe ich einen Fisch verschwendet. Euch kann ich noch nicht mitnehmen, weil ihr erst noch eine Babykatze machen müsst. Aber dann können wir in der Zeit die Etage zumindest schon mal fertig machen. Und rein theoretisch, wenn ich jetzt da unten reinschaue,
müsste doch zumindest schon so ein ganz kleines bisschen Creeper gestorben sein, oder? Da ist noch Erde. Sollte ich die Fackeln da vielleicht doch abbauen? Kann halt durchaus möglich sein. Hier ist zumindest schon mal ein Skelett gestorben. Da beschwere ich mich auch nicht. Pass auf, ich muss sowieso einmal runter. Ich nehme die Fackeln mit. Und grabe mich hier einmal ganz kurz raus. Dann kann ich hier in die Bergbank. Das ist schon okay. Denn wir brauchen noch mehr Falltüren. Einmal sollte, denke ich, zumindest für eine Etage ausreichen. Und es könnte sein, dass hier... Sind Falltüren lichtdurchlässig? Das weiß ich halt nicht. Das müssen wir noch rausfinden. So. Machen wir die Etage fertig. Wenn ich halt jetzt wüsste, ob zwei Etagen reichen. Weil ich bin ja grundlegend auch ein fauler Mensch. Und mehr als diese Etage schaffen wir in der Folge jetzt sowieso nicht mehr. Daher wüsste ich das ehrlich gesagt sehr, sehr gerne. Und ich würde eigentlich auch gerne zwischen den Folgen die Effektivität gerne schon mal ausprobieren. Aber dafür müsste ich halt wirklich lichtdicht machen. Und inzwischen glaube ich halt wirklich, dass die Falltüren vielleicht ein bisschen was durchlassen. Das ist nämlich noch kein einziger Creeper gespawnt. Das verletzt meine Gefühle. Aber wir haben gesagt, wir machen vier, also machen wir auch vier. Vier Etagen klingen... finde ich wirklich nicht verkehrt. Das steigert zumindest so ein bisschen die Produktivität. So, brauchen wir Katzen. Zwei Stück. In der Zwischenzeit mache ich einfach schon mal zu. Kann man eigentlich, wenn man nur diese zwei Katzen hat, andere Farben an Katzen trotzdem bekommen? In der Zucht oder werden das jetzt immer schwarze und weiße? Damit habe ich mich einfach noch nie auseinandergesetzt. Andersrum, wenn die Farm effektiv ist, können wir die später auch einfach irgendwo anders hinbauen, in ein Industriegebiet. 1, 2, 3, 1, 4, hier, hier. Ich habe keinen Bruchtiefenschiefer mehr hier. Oh, weh. So. Unten in der Mine müssen wir, glaube ich, noch mehr als genug haben. Ich schaue da gleich. Also ich schaue da direkt in der nächsten Folge, meine ich natürlich. Jetzt brauche ich erstmal... Ja, wobei, ich brauche noch
Mist, ich brauche noch zwei Pro-Tiefen Schiefer. Ich will halt die beiden Katzen in der Folge noch reinholen. Hättet ihr zwei rein theoretisch nochmal Interesse, Katzenliebe zu machen? Ja, perfekt. Babykatze, setzt du dich hin. Warte hier, deine Eltern kommen mit. Das ist eine ganz, ganz weirde Form von Inzucht hier. Ich gucke mal eben, ob ich noch wenigstens zwei tiefen Schiefer habe. Bitte. Schwarzstein, nee. Tiefen Schiefer. Da ist ja noch viel mehr. Perfekt. So, dann kommt mal bitte mit in euer wunderbares neues Zuhause. Aua. Oh shit, da ist schon der erste Creeper. Also grundsätzlich scheint die Farm zu funktionieren. Ach, leck mich doch. Ich hoffe, keine Katze ist gestorben. Und ich habe nicht genug Erde dabei. Natürlich nicht. Einmal hier wieder hoch. Das ist natürlich sehr ärgerlich. So, da haben wir... Hallo? Bleibst du? Achso, du willst hier leben? Na gut, dann geh du auf den Teppich. Und du gehst auf diesen Teppich. Es funktioniert zumindest, dass hier Creeper spawnen. Ganz offensichtlich. Das haben wir jetzt rausgefunden. Bloß in der untersten Ebene habe ich noch keinen gesehen. Das verunsichert mich. Aber das werden wir auch diese Folge nicht mehr rausfinden. Denke ich, es sei denn, wir haben inzwischen hier ein bisschen Ertrag. Wir haben aber keinen. Die Farm sollte doch funktionieren. Oh, warte, ich habe was vergessen. Oh, ich bin so doof. Das könnte jetzt ein Problem werden. Oder auch nicht. Wir sehen uns später, ja? Ja, miau. Dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Ich bleibe mal ein paar Minuten AFK stehen, in der Hoffnung, dass wir wenigstens ein bisschen was bekommen. Aber ich habe irgendwie noch kein gutes Gefühl dabei. Bis dann, einen wunderschönen Nachmittag, macht's gut und Tschüssikowski. Ciao, ciao.